Herzlich willkommen zu einer Neuauflage des Chirurgie-Appetizer Nummer 28 zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen CED, die Colitis ulcerosa und der Morbus Crohn werden hier gegenübergestellt. Und diese Vorlesung dient als Vorbereitung auf die Vorlesung Kolorektale Chirurgie. Das erste Video zu der CED-Thematik war am 2.5.2021 online gegangen. Das hatte inzwischen schon 1167 Views und 58 Likes erhalten. Und was ist jetzt neu hier? Ich habe eine Korrektur eines Fehlers vorgenommen. Die Histomorphologie beim Morbus Crohn war falsch dargestellt. Die epithelioidzelligen Granulome bei dieser granulomatösen Entzündung sind nämlich nicht verkäsend. Das ist natürlich klarerweise nur ein Charakteristikum der TBC. Und vielen Dank an den Abonnenten Someones. Dem oder der ist das nämlich aufgefallen und hat das freundlicherweise gepostet. Sie lernen hier die chirurgischen Aspekte der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, CED. Sie lernen noch einmal die Unterschiede zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Sie lernen den Stellenwert der Chirurgie bei den entzündlichen Darmerkrankungen, der sich beim Morbus Crohn durch neue Studienergebnisse aktuell zu ändern scheint. Stichwort frühzeitigere Ileozykalresektion. Sie lernen die Operationsindikationen und Verfahren bei der Colitis ulcerosa sowie die OP-Indikationen und Verfahren beim Morbus Crohn. Die Definition der chronisch entzündlichen Darmerkrankung und die Unterscheidung zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn macht sich zunächst einmal stark an der Lokalisation und dem Ausbreitungsmuster des entzündlichen Prozesses im Darmtrakt fest. Bei der Colitis ulcerosa handelt es sich primär um eine Erkrankung des Kolon. Wie der Name schon sagt, Colitis, so ist das ganz einfach zu merken. Der Entzündungsprozess bei der Colitis ulcerosa ist stets kontinuierlich und immer im Rektum beginnend und reicht dann unterschiedlich weit in das Kolon hinein. Und als Dünndarmbeteiligung kommt maximal die sogenannte Backwash-Ileitis vor, wenn der Entzündungsprozess bei der Pancolitis ulcerosa, also bei betroffenem gesamten Dickdarm, praktisch zurückwäscht in das Ileum. Beim Morbus Crohn handelt es sich primär um eine Erkrankung des Ileum, und zwar des terminalen Ileum, weshalb auch von Ileitis terminalis gesprochen wird. Der Entzündungsprozess ist diskontinuierlich, betrifft jede Lokalisation im Gastrointestinaltrakt oder kann zumindest jede Lokalisation vom Mund bis zum Anus betreffen. Das typische Befallsmuster ist allerdings die Ileitis terminalis, was die Erstbeschreiber auch als Ileitis regionalis beschrieben haben. Also das ist ganz typisch, Ileitis terminalis. Was auch ganz typisch ist, ist ein periproktitisches Fistelleiden. Beim Morbus Crohn liegt ja ein fistulierender Entzündungsprozess vor. Und auch die Crohn-Proktitis, also die Entzündung des Enddarms durch einen entzündlichen Prozess, ist beim Morbus Crohn sehr typisch. Was relativ selten ist, ist die Crohn-Colitis, also dass der gesamte Dickdarm durch Crohn befallen ist, ist eher selten. Und in dem Fall, wenn wir eine Mitbeteiligung des terminalen Ileum haben, bei der Colitis ulcerosa, haben wir die Unterscheidungsschwierigkeit bei der Unterscheidung vom Morbus Crohn. Kommen wir jetzt zu den feingeweblichen Veränderungen der Histologie bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ja, bei der Colitis ulcerosa handelt es sich um ein entzündliches Infiltrat nur der Schleimhaut. Andere Wandschichten sind nur bei ganz fulminanten Formen beim toxischen Megakolon betroffen. Dann geht das durch die ganze Wand. Beim Morbus Crohn ist das per se ein entzündliches Infiltrat aller Wandschichten. Transmurale Entzündungsprozesse finden da statt.
Und das ist auch der Grund dafür, warum beim Morbus Crohn dann Fisteln entstehen. Bei der Colitis ulcerosa sind charakteristisch Kryptenabszesse und Ulcerationen und Schleimhautdegenerationen. Und für den Morbus Crohn sind histomorphologisch charakteristisch epitheloidzellige Granulome, eine granulomatöse Entzündung. Und bei der Colitis ulcerosa hingegen haben wir keine Granulome. Und das war eben der Fehler in der ersten Auflage, deshalb hier jetzt die Neuauflage. Die verkäsenden Granulome sind nur typisch und pathognomonisch für die Tuberkulose, die TBC. Und diese epitheloidzelligen Granulome beim Morbus Crohn sind eben nicht verkäsend. Kurz ein Exkurs zu anderen Entitäten mit nicht verkäsenden epitheloidzelligen Granulomen. Das habe ich für Sie nochmal rausgesucht, da ich Sie da ja möglicherweise den einen oder anderen auf eine falsche Fährte gelockt haben könnte. Das sind die Entitäten Sarkoidose, Berylliose, Morbus Crohn, Sarkoid-like Lesions, Tuberkuloide Lepra, Wegener Granulomatose und die exogen allergische Alveolitis und die primär biliäre Zirrhose. Also all das sind Entitäten, histopathologische mit epitheloidzelligen Granulomen, die nicht verkäsend sind. Und verkäsend, noch einmal, sind ein typisches Charakteristikum und sogar pathognomonisch für die Tuberkulose. Zur Symptomatik des Morbus Crohn und der Colitis. Grundsätzlich haben wir bei beiden Erkrankungen Abdominalschmerzen. Und auch blutige und schleimige Diarrhoe gibt es prinzipiell bei beiden Erkrankungen. Der Krankheitsverlauf ist bei der Colitis ulcerosa eher schubweise und beim Morbus Crohn eher konstant. Beim klinischen Verdacht auf eine Colitis ulcerosa oder einen Morbus Crohn steht im Vordergrund zunächst einmal die Koloskopie. Da werden dann Biopsien entnommen aus verdächtigen Arealen. Und beim Verdacht auf eine Colitis ulcerosa ist immer auch die Stufenbiopsie indiziert, also die stufenweise Entnahme aus allen Abschnitten des Kolon, wodurch man dann auch Anhalt für die Ausbreitung, das Ausmaß des Entzündungsprozesses, wie weit der Entzündungsprozess vom Rektum ausgehend in welche Darmabschnitte hinaufgeht. Goldstandard zur Diagnosesicherung ist bei diesen Erkrankungen natürlich wiederum die Histopathologie. Also daran macht sich das fest, welche Diagnose dort zu stellen ist. Weiter gehören zur Diagnostik beim Morbus Crohn dann noch die Dünndarmuntersuchung. Das bezeichnet man als Selling. Und diese Selling-Untersuchung gab es früher nur als konventionelle Untersuchung, kann aber heute auch mit dem MR, der sogenannte MR-Selling, durchgeführt werden, um Dünndarmbeteiligung, Stenosen und Strukturen am Dünndarm festzustellen. Weiter gehört beim Morbus Crohn auch immer eine Gastroskopie, also eine Abklärung des oberen Gastrointestinaltraktes mit dazu. Ganz kurz zur Historie des Morbus Crohn. Das schreibt sich C-R-O-H-N und das ist der Eigenname von Burrell Bernard Crohn, eines Chirurgen in New York, der Erstautor der 1932 erschienenen Arbeit Regional Ileitis, a Pathological and Clinical Entity ist. Und es heißt, dass es so ein bisschen nur dem Alphabet geschuldet ist, dass die Erkrankung nun Crohn-Erkrankung und nicht Ginsburg- oder Oppenheimer-Erkrankung heißt, da Crohn aufgrund des Alphabets als erster dort gelistet wurde in dieser Arbeit. Die drei Mitarbeiter, Ginsburg, Oppenheimer und Crohn, waren Assistenten eines Chirurgen in New York, Professor Berg, der selber gar nicht draufstehen wollte auf dieser Publikation. Der hatte diese Mitarbeiter, die über diesen Entzündungsprozess gearbeitet haben, zusammengebracht. Die haben dann ihre Ergebnisse zusammengeworfen und veröffentlicht. Und damals war die Annahme, dass man die Erkrankung durch Chirurgie würde heilen können. Aus dieser Arbeit stammt die Aussage, the proper approach to a complete cure is the surgical resection. Das heißt also, die komplette Heilung kann korrekterweise erfolgen durch die Operation. Wir wissen heute, dass das nicht so ist. Ein ganz berühmter Spruch ist, den ich auch in meiner Chirurgievorlesung vor vielen Jahren gehört habe, ist, der Chirurg kann den Morbus Crohn nicht heilen, der Internist,
aber auch nicht. Seit Crohn und Kollegen die regionale Ileitis als neue Krankheitsentität definiert haben, hat sich natürlich viel getan. Und die Chirurgie ist immer weiter in den Hintergrund gerückt durch die Verfügbarkeit immer neuer biotechnologisch hergestellter Antikörper. Da werden ja TNF-Alpha-Antikörper verwendet und biosimilare Wirkstoffe. Also inzwischen sind da die Patente von diesen Medikamenten zum Teil abgelaufen und es werden bioidente Wirkstoffe, die gleiche Wirkung haben, hergestellt und es gibt viele von diesen Substanzen. Allerdings ist es so, dass die Rate an der Notwendigkeit, beim Morbus Crohn zu operieren, trotz dieses immer früheren und immer aggressiveren Einsatzes von Biologika in den letzten 20 Jahren nicht verändert worden ist. Und zwar beträgt die Rate für die Erfordernis von Chirurgie beim Morbus Crohn weiterhin zwischen 20 bis 35% 5 Jahre nach Diagnosestellung. Besprechen wir jetzt die prinzipielle Rolle der Chirurgie bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Die ist nämlich ganz unterschiedlich bei der Colitis ulcerosa im Vergleich zum Morbus Crohn. Der Chirurg kann den Morbus Crohn nicht heilen, das hatten wir ja nun bereits. Aber der Internist auch nicht. Auch die Antikörpertherapien halten diese Erkrankung allenfalls etwas auf und die Rate an Operationen nach 5 Jahren ist weiterhin die gleiche. Deshalb ist es seit Jahren bereits etabliert, dass die Chirurgie des Morbus Crohn die Chirurgie der Crohn-Komplikationen ist. Was wird da behandelt? Die mit dem Crohn einhergehenden Abszesse, Fisteln, Stenosen, Strikturen. Ausnahme: Möglicherweise sollte die Chirurgie eine größere Rolle spielen in der initialen Therapie beim isoliert iliozykalen Befall. Also möglicherweise kommen wir dort jetzt zur Historie zurück, dass die Erkrankung Morbus Crohn beim isoliert iliozykalen Befall eine Indikation für die frühe Operation im Sinne der Iliozykalresektion ist. Ganz anders ist das bei der Colitis ulcerosa, denn diese Erkrankung ist durch die Operation heilbar, nämlich durch die Kolektomie. Also wenn man den gesamten Dickdarm einschließlich Rektum entfernt, ist ja das Zielorgan der Erkrankung nicht mehr da und damit die Erkrankung geheilt. Ausgenommen die extraintestinalen Manifestationen. Die können natürlich nicht geheilt werden durch die Operation. Also wenn dort erstmal extraintestinale Manifestationen da sind, dann gehen die durch die Operation auch nicht wieder weg. Was sind jetzt diese extraintestinalen Manifestationen? Das ist für Sie vielleicht eine Wiederholung. Extraintestinale Manifestation gibt es bei beiden chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, etwas mehr beim Morbus Crohn als bei der Colitis ulcerosa, aber prinzipiell bei beiden. Und welche sind das? Da gibt es Manifestationen an der Leber, an der Haut, an den Augen und an den Gelenken, Gelenkbeteiligung. An der Leber ist das die primär sklerosierende Cholangitis, an der Haut das Pyoderma gangrenosum, an den Augen die Iridozyklitis und an den Gelenken die Arthritiden und die enteropathischen Spondylarthritiden. So, und jetzt kommen wir zu den Operationsindikationen bei der Colitis ulcerosa und beim Morbus Crohn. Zunächst die Colitis ulcerosa. An der Stelle möchte ich kurz auf die verfügbare S3-Leitlinie Colitis ulcerosa hinweisen von der DGVS, Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Und das ist im Leitlinienprogramm der AWMF auch zu finden. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Mit der AWMF ging ja hier bei uns im deutschsprachigen Raum die evidenzbasierte Medizin los und die haben ja Leitlinienprogramme gestartet. Und auf awmf.de findet man viele deutschsprachige Leitlinien. Und wenn man ganz genau etwas zu bestimmten Erkrankungen und der empfohlenen Therapie wissen möchte,
dann liest man natürlich in den Leitlinien nach. Bei der Colitis ulcerosa muss man verschiedene Qualitäten der Operationsindikationen unterscheiden. Und da ist es sinnvoll zu unterscheiden in Notfallindikationen, wo sofort operiert werden muss, dringliche Operationsindikationen, OP innerhalb von 72 Stunden, elektive absolute Operationsindikationen, wo geplant operiert werden muss, und relative elektive OP-Indikationen, wo geplant operiert werden kann. Beginnen wir mit den Notfallindikationen. Eine Notfallindikation ist natürlich einerseits die Perforation, die freie oder gedeckte Perforation. Bei einer Colitis ulcerosa kann es zur Perforation kommen. Der Entzündungsprozess kann die Wand des Dickdarmes in der Form schädigen, dass es zu einem Durchbruch kommt. Dann kommt freie Luft in die Bauchhöhle und man muss operieren, weil eine Peritonitis entsteht oder manifest ist. Und die Patienten präsentieren sich mit einem akuten Abdomen. Zweitens ist natürlich auch eine Blutung, eine vital bedrohliche Blutung aus der Kolonschleimhaut bei der Colitis, eine Indikation für eine sofortige Notfalloperation. Zweiter Punkt, die dringlichen Operationsindikationen. Es gibt verschiedene dringliche Operationsindikationen. Zum einen der therapierefraktäre fulminante Schub. Also wenn ein fulminanter Schub nicht mehr mit der medikamentösen Therapie in den Griff zu bekommen ist, dann wird der Chirurg gefragt. Auch das therapierefraktäre toxische Megakolon fällt darunter. Das ist ja so definiert, dass eine septische Konstellation vorliegt, also erhöhte systemische Entzündungswerte, septische Krankheitsbilder an verschiedenen Organsystemen, septisches Multiorganversagen und ein aufgeblähtes, dilatiertes Kolon über 6 cm. So definiert sich das toxische Megakolon. Dann die anhaltend therapierefraktäre Blutung, also wenn das jetzt keine akut lebensbedrohliche Blutung ist, die sofortige Notfalloperation erfordert, kann das auch eine Indikation für eine dringliche Operation innerhalb von 72 Stunden sein. Dann die absolut elektiven Operationsindikationen. Absolute elektive Operationsindikationen bei der Colitis ulcerosa sind das Colitis-assoziierte Karzinom. Wenn also in der Überwachungskoloskopie, diese Patienten werden ja in ein Überwachungsprogramm eingebunden, wenn dort also dann ein manifestes Karzinom diagnostiziert wird, dann muss man eine geplante Operation durchführen und dann natürlich auch nach onkologischen Kriterien operieren. Es liegt ja dann ein Karzinom vor. Da wechselt also die operative Strategie dann zur Strategie, wie sie bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung üblich ist, hin zur Strategie, wie sie beim Karzinom erforderlich ist, mit radikaler Resektion. Auch bei der hochgradigen intraepithelialen Neoplasie und bei der sogenannten Dysplasia-Associated Lesion or Mass, DALM, besteht eine absolute elektive OP-Indikation. Dann die in der Dignität nicht klärbare Stenose erfordert die Operation, also wenn man eine Engstelle hat, die man anders nicht klären kann. Man hat keine eindeutigen Biopsien und kann es durch Biopsie ja ohnehin manchmal nicht eindeutig klären. Dann muss die Operation helfen. Dann muss das Kolon entfernt werden und man klärt dadurch die Dignität. Und auch endoskopisch nicht abtragbare Adenome können eine Indikation für eine absolute elektive OP-Indikation bei der Colitis ulcerosa darstellen. Ebenso ein medikamentös therapierefraktärer Verlauf. Kommen wir zur letzten Gruppe, der relativen elektiven OP-Indikation. Und da ist nur die niedriggradige intraepitheliale Neoplasie zu nennen. Das ist in der Vergangenheit kontrovers diskutiert worden, ob man auch bei der niedriggradigen intraepithelialen Neoplasie schon die Indikation stellen sollte zur Operation. Da spielt natürlich die Problematik rein, dass der Pathologe unter Umständen Schwierigkeiten hat, niedriggradig
von hochgradig zu unterscheiden. Und bei hochgradig haben wir ja eben besprochen, besteht eine Indikation. Kommen wir jetzt zu den Operationsverfahren bei der Colitis ulcerosa. Den Eingriff zur elektiven Operation bei der Colitis ulcerosa, die Indikationen haben wir gerade besprochen, nennt man Proktokolektomie. Und zwar spricht man von der restaurativen Proktokolektomie, wodurch zum Ausdruck gebracht wird, dass dort die Kontinuität wiederhergestellt wird. Und wie macht man die Kontinuitätswiederherstellung? Da ist es üblich, eine Rekonstruktion mit Ilium-J-Pouch und Ilium-J-Pouch-analer Anastomose zu machen. Nach der vollständigen Kolektomie mit Entfernung des Rektums, ohne Entfernung des Schließmuskelapparates, bleibt ja der Dünndarm übrig. Und aus dem Dünndarm macht man einen Ilium-J-Pouch, weil der so J-förmig ist, und verbindet den dann mit einer analen Anastomose. Und deshalb spricht man von der Ilium-J-Pouch-analen Anastomose. So sagt es auch die eben bereits genannte Leitlinie der DGVS. Als Standardoperation sollte eine restaurative Proktokolektomie durchgeführt werden. Jetzt gibt es eine zusätzliche Empfehlung, dass man ein protektives Iliostoma vorschalten soll. Also man macht die Anastomose, bildet den Pouch und macht die Anastomose und man schaltet zusätzlich ein Stoma vor. Und wenn Sie sich noch nicht so genau mit Stomata auskennen, dann können Sie sich unseren Chirurgie-Appetizer Anus Präter Stoma künstlicher Darmausgang ansehen. Das war das erste Video aus dieser Serie mit inzwischen über 2000 Views. In der Notfallsituation gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man operieren kann. Und das unterscheidet sich natürlich ein bisschen von dieser aufwendigen Proktokolektomie, wie sie in der elektiven Situation möglich ist. Da muss man ja den Patienten, der septisch ist, möglichst schnell wieder vom Tisch bekommen oder der blutet. Also da ist Zeit Menschenleben. Und aus diesem Grunde macht man in dieser Situation nur eine subtotale Kolektomie und bildet dann zur Rekonstruktion vorübergehend eine Diskontinuitätssituation mit terminalem Iliostoma und Rektumstumpf nach Hartmann. Also ein blind verschlossener Rektumstumpf wird man immer auch als Hartmannstumpf bezeichnen. Und die zweite Möglichkeit ist, eine subtotale Kolektomie mit Belassen des Sigmans durchzuführen und dann ein terminales Iliostoma und eine Sigma-Schleimfistel auszuleiten. Manche Chirurgen halten das für vorteilhaft, weil man dann noch weniger ins Becken hinein muss. Der Eingriff ist noch etwas schneller. Und wenn man dann später die Komplettierungsproktokolektomie macht, also man wird ja dann das Sigma und den Enddarm irgendwann auch nochmal entfernen, so wie man es ansonsten im elektiven Setting gemacht hätte, hat man dann noch unberührtere Verhältnisse im kleinen Becken. Und dieses Sigmoidostoma wird aus dem Grunde Sigma-Schleimfistel genannt, weil ja da kein Stuhl rauskommt. Und deshalb ist auch der Begriff Schleimfistel da etabliert. Kommen wir jetzt zu den Operationsindikationen beim Morbus Crohn. Weil es so wichtig ist, noch einmal, Crohn-Chirurgie ist die Chirurgie der Crohn-Komplikationen. Man macht diese Chirurgie möglichst darmsparend. Und bei Stenosen und Strikturen, die diese Erkrankung ja hervorruft, Engstellen am Darm, führt man bevorzugt eine Strikturoplastik gegenüber einer Resektion durch. Und gegebenenfalls, und da kommen wir jetzt zur Historie zurück, zur Erstbeschreibung von Crohn, Oppenheimer und Ginsberg, gegebenenfalls ist eine großzügigere Indikation zur Iliozokalresektion beim isoliert iliozokalen Befall gerechtfertigt. Und dazu hören Sie gleich mehr im Nachschlag für die chirurgisch besonders Interessierten. Kurz, was ist eine Strikturoplastik? Prinzip ist immer längs eröffnen, quer vernähen.
So sieht das dann aus. Längs eröffnet, quer vernäht, gibt Platz und kann man bei kurzstreckigen Stenosen und Strikturen anwenden, um also eine Darmschlinge wieder durchgängig zu machen. Darmsparendes Operieren, weil diese Patienten sind auf jeden Zentimeter Darm angewiesen, weil im Laufe des Lebens eventuell weitere Operationen erforderlich werden. Resektionen beim Morbus Crohn macht man darmsparend, wie gesagt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich resizieren und nicht radikal, also keine Mitnahme des Mesenterium, sondern sogenannte tubuläre, also schlauchförmige Resektion. Aber auch hierzu hören Sie neue Aspekte durch neue Studienergebnisse im Nachschlag für die besonders chirurgisch Interessierten. Also hören Sie sich das ruhig an. Kurz zu den Fisteln beim Morbus Crohn. Fisteln beim Morbus Crohn können in verschiedenen Lokalisationen auftreten. Zum Beispiel enterokutan. Vom Darm ausgehend kann eine Fistel zur Hautoberfläche irgendwo gehen und dort kann dann Stuhl oder zumindest Sekret rauskommen und dann besteht eine Verbindung zum Darm. Interenterische Fisteln fallen natürlich weniger auf. So entsteht dieses Konglomerat zwischen terminalem Ilium und Colon ascendens. Da bilden sich Fisteln zwischen den Dünndarmschlingen und dem Beginn des Dickdarms und dadurch wird dieser Konglomerattumor, entzündliche Konglomerattumor ausgebildet. Typisch sind beim Morbus Crohn auch perianale Fisteln. Dann gibt es enterogenitale Fisteln, retroperitoneale Fisteln, die in das Retroperitoneum münden und enterovesikale Fisteln. Und so wie die hier geordnet sind, ist also auch die chirurgische Versorgung anzulegen. Die enterokutanen und interenterischen Fisteln und so weiter sind eher eine Indikation für ein konservatives Vorgehen. Da muss man nicht sogleich operieren. Und vice versa sind die retroperitonealen und enterovesikalen Fisteln eine obligate OP-Indikation. Das kann man sich merken. Besonders schlimm ist enterovesikal, weil diese Patienten eine Urosepsis entwickeln können, dadurch, dass Stuhl aus dem Darm in die Harnblase kommt, Keime in die Harnblase kommen und dann kann es zur aszendierenden Infektion im Urogenitalsystem kommen. Sie kennen jetzt die Unterschiede zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Sie kennen die Rolle der Chirurgie bei der Colitis ulcerosa und Sie kennen diverse notfällige und elektive Indikationen. Die Chirurgie kann hier Heilung herbeiführen. Sie kennen auch die Rolle der Chirurgie beim Morbus Crohn, Stichwort Chirurgie der Crohn-Komplikationen. Und Sie kennen die Operationsverfahren, die bei der Colitis ulcerosa und beim Morbus Crohn zur Anwendung gebracht werden. Jetzt kommt der Nachschlag für die chirurgisch besonders Interessierten. Kommen wir jetzt zum topaktuellen Thema im Themenheft Crohn-Chirurgie. Ileitis terminalis Crohn, ist die primäre Operation die bessere Therapie? Ein super Artikel von Sven Fleming aus Würzburg geschrieben zur Frage der frühzeitigeren Iliozykalresektion. Und ein weiterer Artikel von Krösen ist dort enthalten, wo der Frage nachgegangen wird, ob eine Modifikation der OP-Technik zu weniger Rezidiven nach der Operation eines Morbus Crohn führen kann. Im Artikel von Fleming wird aufgearbeitet, was sagen die aktuellen Leitlinien, wie ist die aktuelle Datenlage aus retrospektiven Studien und wie ist die aktuelle Datenlage aus prospektiven Studien. Dies ist die Leitlinie zum Morbus Crohn von 2014, die ist aktuell in Überarbeitung. Natürlich steht auch in der deutschsprachigen Leitlinie drin, dass sowohl bei leichtgradiger Entzündungsaktivität als auch bei mäßiger Entzündungsaktivität und bei hoher Entzündungsaktivität zunächst einmal alles medikamentös therapiert werden sollte. Aber im chirurgischen Teil der Leitlinie, Empfehlung 5.3, wird schon darauf hingewiesen, dass beim isolierten Iliozykalbefall mit höherer Krankheitsaktivität die primäre Operation als Alternative aufgeklärt werden sollte. Also die Patienten sollten darüber informiert werden, dass es diese Möglichkeit gibt, bereits zu Beginn chirurgisch zu behandeln.
Sollte-Empfehlung, starker Konsens. Was bedeutet das? Sie sollen ja auch ein bisschen was über evidenzbasierte Medizin lernen. Graduierung von Handlungsempfehlungen und deren Stärke in Leitlinien. Da gibt es Soll, Sollte und Kann. Soll ist Empfehlungsgrad A, starke Empfehlung. Sollte ist Empfehlungsgrad B, immer noch eine Empfehlung. Und Empfehlungsgrad C, Kann-Empfehlung, da ist die Empfehlung offen. Ein europäisches Konsensuspapier von 2016 von der ECHO, der European Crohn's and Colitis Organization, ist weniger chirurgiefreundlich. Dort heißt es, die primäre chirurgische Iliozykalresektion soll nur bei therapieresistenten obstruktiven Beschwerden trotz initialer medikamentöser Therapie durchgeführt werden. Und hier beißt es sich schon so ein bisschen, primär chirurgisch und initial medikamentös, also die wollen nicht wirklich die Operation empfehlen. So, das waren die Leitlinien. Und jetzt die aktuelle Datenlage aus den Es gibt eine gewisse Datenlage, die zeigt, dass die chirurgische Operation, die Iliozykalresektion, frühzeitig beim Morbus Crohn günstig sein kann für die Behandlung. Im Einzelnen möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das Interessante kommt jetzt gleich. So, jetzt kommen nämlich noch die prospektiven Studien. Insgesamt gibt es zwei prospektive Studien. Den Swedish Crohn Trial kann man eigentlich vergessen. Die Studie hat nur 18 Patienten pro Gruppe, ist abgebrochen worden, damals wegen schlechter Rekrutierung. Aber es gibt eine neue holländische Multicenter-Studie. Dieses ist die holländische Multicenter-Studie, die LERC-Studie, Laparoscopic Iliocecal Resection versus Infliximab beim Crohn. Hochrangig publiziert in Lancet Gastroenterology und Hepatology. Da sind 143 Patienten mit nicht stenosierendem Iliozykalbefall randomisiert worden. Die hatten auch eine initiale medikamentöse Therapiephase mit immunmodulatorischer Therapie. Und diese Patienten sind dann 1:1 randomisiert worden zur Iliozykalresektion versus Infliximab-Remikade-Therapie. Und das sind jetzt die Ergebnisse. Nach einem Median-Follow-up von 48 Monaten benötigten 37% der Patienten in der Infliximab-Gruppe eine Iliozykalresektion, mussten also dann doch operiert werden. Nur 26% der Patienten in der operierten Gruppe mit laparoskopischer Iliozykalresektion benötigten hingegen im Verlauf eine TNF-Alpha-Antikörpertherapie. Publiziert sind auch noch ein paar Langzeitdaten mit einem medianen Follow-up von 63,5 Monaten. Da ist gezeigt worden, dass 48% der Patienten in der Infliximab-Gruppe später, nach diesem Follow-up, eine chirurgische Therapie benötigten. Und 34 Patienten mussten die TNF-Alpha-Antikörpertherapie fortführen, auf ein anderes Präparat wechseln oder sogar die Therapie eskalieren. In der Gruppe mit der Iliozykalresektion brauchten nur 26% später eine TNF-Alpha-Antikörpertherapie, 22% gar keine kronenspezifische Therapie, 20% eine Sekundärprophylaxe und kein Patient benötigte eine weitere chirurgische Therapie nach diesem Follow-up. Kommen wir jetzt zu zwei weiteren topaktuellen Fragen zur Modifikation der OP-Technik und ob dadurch bessere Ergebnisse mit weniger Rezidiven beim Morbus Crohn zu erzielen sind. Die topaktuelle Diskussion zur OP-Technik und der Kono-S-Anastomose. Es handelt sich damit um eine antimesenteriale, funktionelle Seit-zu-Seit-Handnaht-Anastomose. Die wird in folgender Technik durchgeführt. Nach der Iliozykalresektion, wie hier gezeigt, wird das Kolon-Aszendenz mit dem neoterminalen Ilium verbunden und dann erfolgt die Längseröffnung dieser beiden Darmabschnitte. Dadurch haben wir dann die im rechten oberen Bild gezeigten Punkte A, B, C, D, E und F und G und H. Also ähnlich wie bei der Strikturoplastik wird längs eröffnet und dann die Lumina quer miteinander verbunden. Das ist hier unten gezeigt, E mit G, B mit C, A mit D und F mit H wird anastomosiert.
und dadurch soll die Anastomose besonders spannungsfrei sein und insbesondere das Mesenterium strikt aus der Anastomose exkludieren. Auch zur QNS-Anastomose gibt es bereits eine prospektiv randomisierte Studie, die SUPREME-CD-Studie, in der 79 Crohn-Patienten mit isoliert iliozykalem Befall randomisiert worden sind, entweder zur konventionellen Anastomose, 43 Patienten, oder in die QNS-Gruppe, 36 Patienten. Ergebnisse zeigten eine signifikante Verminderung der Rate endoskopisch nachweisbarer Rezidive, eine Verminderung der Schwere der endoskopischen Rezidivscores und keinen Unterschied bezüglich Morbidität und Komplikationen. Es gibt zu dieser Studie ein Editorial von Toru Kono selbst, der die Vorzüge der von ihm vorgeschlagenen Anastomose diskutiert. Und es gibt eine weitere prospektiv randomisierte Studie, die in New York am Weill Cornell Medical Center initiiert worden ist. Eine weitere Diskussion bezieht sich darauf, was wir vorhin schon diskutiert haben, ob die darmwandnahe oder die erweiterte mesenterische Resektion durchgeführt werden soll. Dies hier ist Professor Herfert. Das war einer der großen Ordinarien für Chirurgie in Heidelberg von 1981 bis 2001. Und der hat damals in einer großen Studie gezeigt, 232 Patienten in 16 Zentren eingeschlossen, 7 Zentren haben radikal operiert, wie beim Karzinom, und 9 Zentren nicht radikale OP mit darmwandnaher Resektion mit Belassen des Mesenteriums. Und da kam damals raus, dass die Rezidivrate bei darmwandnaher Resektion, also Belassen des Mesenteriums, geringer ist. Und aus diesem Grunde hat es sich durchgesetzt, dass man darmwandnah resiziert bei Morbus Crohn. Das ist jetzt erneut hinterfragt worden durch eine aktuelle Studie, die das nochmal aufgegriffen hat, diese Thematik. Coffey und Kollegen 2018 im Journal of Crohn's Colitis publiziert, 30 Patienten darmwandnah resiziert, 34 erweiterte Resektion, und dort ist gezeigt worden als Ergebnis, dass die kumulative Reoperationsrate innerhalb von 5 Jahren signifikant besser war, wenn man das Mesenterium mitgenommen hat. 2,9% versus 40% bei den darmwandnah resizierten. Aus diesem Grund ist hier weiterer Studienbedarf gegeben. Und eine solche Studie ist angekündigt in der Zeitschrift Trials, in der prospektiv randomisierte Studien, die Studienprotokolle davon veröffentlicht werden vorab. 116 Patienten sollen eingeschlossen werden. Zusammenfassend könnte es sein, dass die Chirurgie wahrscheinlich in Zukunft wieder mehr Stellenwert bekommen könnte beim isoliert iliozykalen Crohn. Und möglicherweise ist die OP-Technik geeignet, die Rezidivrate zu senken, Stichwort QNS-Anastomose, da wissen Sie jetzt auch, was das bedeutet, und möglicherweise radikalere OP, Mitnahme des Mesenteriums, besser als darmwandnahe tubuläre Resektion, also ein altes Paradigma, was hier gestürzt zu werden scheint. Noch zwei Leseempfehlungen. Lesenswert sind immer die Artikel im Lancet, Ungaro und Kollegen 2017 über die Ulcerative Colitis, Colitis Ulcerosa, und von Torres ein ebensolcher Artikel im gleichen Heft über die Morbus Crohn-Erkrankung. Das war sie, die Neuauflage des 28. Videos zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen von inzwischen 39 Videos in der Chirurgie-Appetizer-Serie. Die Chirurgie-Appetizer-Serie hat inzwischen also 39 Videos, 15 Stunden, 58 Minuten und 15 Sekunden Gesamtspielzeit. Wenn Sie sich alles ansehen wollen, da sind schon herausgerechnet die Kanaltrailer und die Jubiläumsvideos, die Sie ja nicht unbedingt anschauen müssen. 52.333 Aufrufe, 2.787 Likes. Vielen Dank dafür, und der Kanal hat 1.801 Abonnenten. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte wiederum liken, abonnieren und kommentieren. Vielen Dank.